Und hallo und herzlich willkommen, und da sind wir auch schon wieder. Ja, in der letzten Folge leicht überzogen, aber stört ja auch nicht weiter. Und wir lauschen mal weiter mit der Nuri. Jetzt drehen sie sich nur noch im Kreis. Die erzählen nichts Neues mehr. Ach so, alles klar, danke dir, Nuri. Ach, ich mach das schon. Alles wird gut. Lauscher! Alles klar. Ugra! Okay, ich guck nochmal im Grunde. Ich wollte ganz sicher nie im Gerücht. Und dann hat es nicht mal was gebracht. Gut, okay. Orkpony. Das Pony zittert unter seiner verfetzten Miene. Es sieht ganz verwahrlost aus. Das. Die Ork. Ich weiß nicht, wie intelligent die sind. Was ist das denn? Der Felsen färbt ab. An einem Brocken im Felsen sind Risse, aber mit bloßen Händen kann ich den nicht rausbrechen. Das könnte man aber ändern mit dem Messer. Dass die das nicht gehört haben, wundert mich. Okay, ich habe einen roten Stein. Was soll das sein? Das hat sich gerade. Ich habe einen roten Stein. Nur was soll das sein? Ja, okay. Das lasse ich lieber. Steck ihn doch da rein, mein Gott. Besser nicht. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Das verbrenne ich nicht. Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Okay. Ich bin etwas ideenlos. Wenn ich den Stein hier irgendwo reinlege. Oder den Ork an Kopf werfe. Glatter Selbstmord. Okay. Oh. Wir müssen auf jeden Schritt achten. Oder wir sind die Nächsten, die dort wurzeln. Das ist doch alles Wahnsinn. Wie sollen wir jemals durch dieses Lager kommen? Okay. Haben wir hier noch was? Orkpony. Kann ich den Stein dem Ork geben? Windling würde sich die Haare auf. Ja, das glaube ich auch. Gespalten. Besser nicht. Seil. Wie komme ich darauf? Kann den Pony Decke geben? Hatte Seil? Schon bessere Einfälle. Ja, ich auch, mein Lieber, ich auch. Ach, Wasserflasche. Verschwendung. Futterbeutel. Ich befreie dich mal davon. Kann ich Futterbeutel, Wasser da reintun? Unsinn. Ein Stein da? Ach was. Der hat keinen Hunger. Feuerstein. Das sollte nicht brennen. Die kriegen immer mehr. Kann ich dem jetzt was ins Wasser geben? Hier. Okay, jetzt hat das Ork Pony. Das Pony zittert. Es sieht ganz verwahrlost. Jetzt hat es was zu trinken bekommen. Ich frage mich nur, ob das was bringt. Kann ich das nicht so? Okay, Seil weg. Kann ich. Windling würde sich die Haare rauben. Ja, das glaube ich. Ich guck mal, was da noch so zu tun ist. Was ist das denn? Achso, der Rabe. Gerümpel? Ach, ein Holzbrett, alles klar. Oh. Und hier kann ich anscheinend lang, ohne dass sie mich merken. Das ist sehr gut. Nanu? Ich muss mal ganz kurz niesen. Die reden. Takai Karka. Oh! Asak Aslasa! Ukno Knakra! Eike, Margokas! Ihr Hag! Takai Karka! Ach, Hoblak! Okay, das war's anscheinend. Orkschamane, Trommler. Rauchende Schale. Stinkt nach grässlichen Kräutern. Nimm mit. Stinkt nach Gräs. Ist das Weihrauch für das Ritual dieses Schamanen? Nimm doch einfach mit. Dieses stetige Getropfe macht einen ganz wahnsinnig. Aber das kenne ich ja aus meinem Zimmer in Andergast. Stinkt nach. Ich kann keine mitnehmen, gell? Nee. Okay.
Wir haben hier aber einen Hund. Wecke niemals einen schlafenden Hund. Erst recht nicht so einen. Ein solcher Orkhund hat Ritter Crusoe damals die Kehle aufgerissen. Und seinem Pferd. Ja, sieht nicht sehr klein aus. Ich könnte versuchen, ihn von hinten zu erschlagen. Aber das würde der Schamane sofort mitbekommen. Und dann ist er wohl nicht ganz taktsicher. Das hat den Orkpriester ziemlich aufgeregt. Das hat den Orkpriester aufgeregt? Ja, ist doch... Er macht doch alles richtig. Oder habe ich das falsch verstanden? Trommler. Wenn ich eventuell da den Stein drauf werfe. Mein Kopf ist leer. Ich dachte mir, dass ich vielleicht den Takt unterbrechen kann. Er tanzt zum Rhythmus der Trommel. Vielleicht nimmt er so mit seinem Gott Kontakt auf. Lässt er dieses Monstrum über das Schicksal seines Stammes entscheiden? Kein Wunder, dass die Orks dauernd Krieg führen. Okay. Ich könnte... Ich bin etwas ideenlos. Den Hund was zu fressen geben. Wenn er wach wird, ist alles aus. Wie kann man mit dem, der am Schlafen ist, die bessere Frage. Ich könnte den Kopf da reinlegen. Vielleicht. Und nun? Das Getropfe ist noch zu leise. Alles klar, okay. Besser nicht. Ich könnte... Das Tropfen ist leise, okay. Futterbeutel? So wird das... Nee, wird nichts, okay. Ich muss das Tropfen lauter machen. Das trinke ich lieber selbst. Nachdem es rot ist, machst du gut. Feuerstein. Der gebe ein schönes Windlicht ab. Oder ein Grablicht. Eher zweites. Puh, was nehmen wir denn jetzt? Irgendwas, was lauter ist. Ich probiere einfach mal alles durch. Natürlich nicht. Was auch sonst. Decke. Das kann ich besser. Seil. Das kann ich besser. Ja, du vielleicht, aber ich nicht. Ach, ein Messer haben wir auch noch. Ich bin nicht sicher, ob sich das schneiden lässt. Ich kann dir sagen, dass sich das wahrscheinlich nicht schneiden lässt. Aber wie soll ich denn... Orkisches Kriegshorn. Der Trommler ist zwar beschäftigt, aber es ist sicherer, wenn er nicht da ist. Was, wenn er nicht da ist? Das Kriegshorn ist umständlich an der Trommel verknotet. Moment. Messer? Ja. Aber ich will kein Risiko eingehen, solange der Ork da sitzt. Okay. Kann ich sonst noch was machen? Abgrund. Da kletter ich nicht runter. Der viele Rauch spricht für nichts Gutes. Dort unten muss eine Art Versammlungsplatz der Ork sein. Was in dem Abgrund drin? Ach so, alles klar. Kann ich dort Stein runterwerfen? Nicht so. Okay, ich hole mal die Statue. Hoffentlich wird er niemals Fleisch und Blut. Ja, ich glaube, das wäre nicht so praktisch, weil dann bist du echt am Arsch. Was für ein Ungeheuer. Müssten sie aber sich ganz schön Mühe gegeben haben, um den zu meißeln. Wir könnten mal probieren, den roten Stein... Das kann ich besser. In der da drinnen wäre natürlich geil, ne? Dann könnten die Orks das als Zeichen ansehen. Hatte ich jetzt hier noch irgendwas Neues? Wach, Pfeifen kaum. Dieser Köter ist im Weg. Wenn er wach wird, ist alles aus. Ich könnte aber sachte das mit dem Messer vielleicht... Dieser Köter ist, wenn er... Okay. Wir haben hier eine Menge Schälchen, mit denen wir agieren können. Ich weiß bloß nicht... Kann ich vielleicht abdecken? Nicht so. Maulkorb vielleicht? Wenn er wach wird, ist alles... Ich weiß nicht genau wie, ich gehe mal... Vielleicht regt ihn das ja auf, wenn ich jetzt gehe. Oh. Ach, ich komme hier lang? Hä? Wie? Von hier komme ich nicht an das Wasser. Wie habe ich das jetzt geschafft? Okay. Von hier komme ich nicht... Von hier... Ah, okay, du willst... Wie bin ich jetzt hier lang gekommen? Okay, hier. Frisches Bergquellwasser. Hoffentlich. Kannst ja mal kosten. Das wäre vielleicht besser, bevor du es Nuri gibst.
Roter Stein. Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Aber dieses vereinzelte Rinnsal wird man von weitem kaum erkennen. Alles klar, wir müssen also weiter nach oben. Kopf des Orks. Der Orkgötze schweigt, aber offenbar wartet dieser Schamane auf ein Zeichen von ihm. Das können wir ihm geben. Aus der Nähe ist er nicht mehr ganz so schrecklich. Aus der Nähe ist er noch schrecklicher. Ich kann ja auch nirgends hoch, gell? Verrotteter Baum. Der Baum ist zu weit oben. Ohne Hilfsmittel komme ich nicht ran. Okay, dann gehen wir vielleicht mit... Vielleicht lässt sich der Baum irgendwie umknicken. Ich bräuchte eine Art Wurfhaken, damit das Seil hält. Alles klar, okay. Warum sollte ich? Vielleicht Wurfhaken, ich weiß ja nicht. Oder ich nehme... So nicht. Das Messer könnte ich probieren. Vielleicht war es ein Fehler, das zu zerschneiden. Huch, was habe ich gemacht? Zerschnittenes Seil. Das kann ich besser. Ach was. Ich habe es zerschnitten. Puh, was mache ich jetzt damit? Zum Runterklettern ist mein Seil zu kurz. Ja, aber wieso hast du es zerschnitten, du Trottel, wenn du es doch brauchtest? Ich glaub's nicht. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Ja, das müssen wir, glaube ich, alle. Nicht sehr schlau. Was mache ich jetzt so? Keine Z... Das geht nicht. Wurfhaken ist jetzt auch da. Was soll ich denn machen? Verrotteter Baum, fließendes Wasser. Kopf des Orkgottes. Ach, da hinten haben wir auch noch aus. Da unten ist alles ruhig. Von diesem entsetzlichen Getrommel einmal abgesehen. Ist das ein Opferplatz da unten? Überall haben sie diese rauchenden Schalen aufgestellt. Ich geh mal zurück. Ach, und hier komme ich. Ach, hier komme ich da lang. Alles klar. Okay. Ich habe jetzt ein zerschnittenes Seil. Bringt mir das vielleicht am Schädel was? Wozu? Ja, das frage ich mich doch auch. Dann gehen wir mal wieder hier runter. Und schauen wir mal. Hier sind wir jetzt also unten. Hier geht es den Berg hoch. Alles klar, okay. Was ist mit den Orks da oben? Das ist auch Orks, okay, alles klar. Kann ich vielleicht das Gerümpel einfach anzünden? Da hilft kein Funken. Das sollte nicht brennen. Okay, ich guck nochmal. Aber Pony, Blut, roter Felsen. Roter Felsen. Kann ich vielleicht noch ein Stück abbrechen? Ein Stein reicht mir. Mir aber nicht. Verschnittenes Seil. Was soll ich denn machen? Futterbeutel? Unsinn. Ork-Pony, weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Ich könnte dem Pony eventuell noch was zu trinken geben. Hier. Gerümpel. Nuri, was ist denn mit dir? Nuri, sie streiten sich darum, wen Tairach als... Was? Jetzt dreht ihr... Okay, es dreht sich nur noch, im Kreis. Ach, ich... Ich rede mal mit dem Raben nochmal. Rabe? Sag mal. Mit denen werden wir fertig, was? Es sind Dutzende. Du hast nicht einmal ein Schwert. Rabe? Du lenkst sie ab und Nuri, kannst du einen Todeszauber? Nein. Schlafzauber? Nein. Wir werden trotzdem irgendwie mit ihnen fertig werden. Kannst du uns... rüberfliegen? Okay, gut. Tut mir leid, dass ich wieder so schroff zu dir war. Ich weiß, du meinst es gut mit deinen Warnungen. Aber wir müssen zu diesem Gelehrten am Roten See. Entschuldigung angenommen. Willst du nicht auch noch etwas sagen? Ja. Ja? Mach unsere Lage bloß nicht noch schlimmer.
Okay. Gibt es keinen anderen Weg? Der scheint sehr freundlich zu sein. Es gibt eine gute Flugschneise dort drüben. Ich meine für uns drei. Nein, bedauere. Der einzige Weg führt durch das Orklager. Ach, nichts. Okay, der Rabe ist nicht ganz so nett zu uns, wie wir zu ihm. Ach, was? Ach, guck mal, Braten. Solange die Orks da hocken, bleibe ich besser hier unten. Ich will lieber gar nicht wissen, was da brutzelt. Kann ich das nicht irgendwie benutzen? Nein, die Orks sind da. Ich will es da nicht essen, ich will es reinwerfen und dann wegwerfen oder sowas. Da sehen mich die Orks. Halskette. Solange die Orks da hocken, bleibe ich besser hier unten. Ich muss also wirklich hier oben irgendwas... Moment. Ich komme nicht ran. Außerdem würden mich die Orks entdecken. Vielleicht hält er nach seinem Unterkiefer Ausschau. Oberkiefer, Seil. Ich komme nicht ran. Okay, gut, ich gehe da mal nochmal hoch. Hier ist einiges, aber ich komme an alles nicht ran. Das ist das Problem an der Sache. Was soll ich jetzt machen mit dem ganzen Zeug? Wozu ein Feuer? Weiß ich doch nicht. Orkisches Kriegshorn. Ich mache hier nicht, solange der Trommler da sitzt. Ich muss also den Trommler wegbekommen. Ein schneller Stich in den Rücken. Was denke ich da? Das ist doch Wahnsinn. Du könntest es versuchen. Hatte schon bessere Einfälle. Ich könnte es... Ich will es nicht tun, aber... Der reißt mich in Stücke. Decke. Das bleibt besser trocken. Decke? Ach nein. Was soll ich denn machen? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin etwas ideenlos. Ich gehe nochmal hoch zur Ork-Statue. Fließendes Wasser. Keine Zeit für Experimente. Aber wenn ich den Stein hier in dieses Wasser... Ding hänge. Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Aber dieses vereinzelte Rinnsal wird man von weitem kaum erkennen. Ich muss also das Wasser irgendwie hier rüber in den Kopf lenken. Wahrscheinlich, dass es aus seinem Mund hervorquillt. Dass die Leute denken, oh mein Gott, ein Ork. Und wir wollen alle töten und... Ob es nun brennt oder nicht, das wäre dumm. Was soll ich... Wie soll ich das denn da runterholen? Mein Gott. Lässt sich das schneiden? Ich bin absolut ratlos, was ich machen soll. Moment, vielleicht reicht meine Kraft nicht. Irgendwann aus. Werde ich auch das zerbrechen können. Natürlich reicht meine Kraft nicht aus, aber vielleicht reicht meine Kraft aus, um hier irgendwas zu zerbrechen. Diese Porzellanschälchen vielleicht. Bricht nicht in zwei. Der Schädel. Der ist schon gespalten. Die Trommel? Wenn ich wenigstens etwas Nützliches könnte. Du könntest die Trommeln spalten, oder? Dieser Fluch hat auch Grenzen. Schade eigentlich. Zerbricht nicht. Warum eigentlich? Das wäre so geil, wenn der Fluch so groß wäre, dass man einfach einen Menschen in zwei brechen könnte. Das würde einiges erleichtern. Kann ich vielleicht hier irgendwas brechen? Orkschild. Keine Zeit für Experimente. Ja, ich weiß doch. Ich hab eine Idee. Moment, wir können doch auch noch Nuris Zauber. Den können wir hier allerdings nicht anwenden. Mist. Ich dachte, wir können eventuell den Schädel reparieren, dass es lauter wird. Können wir mit Hilfe von Nuri irgendwas hier reparieren? Oh, Moment, warte. Alles klar, das Seil soll also gar nicht kaputt sein. Moment, kann ich jetzt eventuell... Zu auffällig. Ich kann aber auch hier hinten nichts wirklich zerbrechen, oder? Orks, Ork, Ork-Schild, Halskette.
probier's noch mal mit zerbrechender Halskette. Wenn ich wenigstens etwas Nützliches könnte. Zerbrechen des Gerümpels? Das übersteigt meine Kräfte. Mist. Das gibt's doch nicht. Hier kann ich Nuris Zauber kann ich hier nicht anwenden. Kann ich den eventuell... Vielleicht. Nein. Ich gehe nochmal kurz zum Wasser. Vielleicht lässt sich der Baum irgendwie umknicken. Ich bräuchte eine Art Wurfhaken, damit das Seil hält. Das führt zu nichts. Ach nein. Das hatte schon... Das bleibt... Vielleicht war es ein Fehler. Jo, jetzt habe ich es zerschnitten. Klasse. Na okay, wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Und vielleicht haben wir jetzt dahin eine Idee. Bis dahin, adios, amigos. Der macht mir echt Angst.